Satisfaction, no cash for rent, kiss. Give me graphic calculator. Kann ich mir gerade so leisten? Give me smutty wallpaper. Not behind the rent. Na hopp. So. Ja. Let's go level up bis 1800. Operation Devil Squash. Da warte ich noch ein bisschen. 3500 Gold ist bestimmt schwer. Das ist ja auch schon mit 3 Sternen. Ja, Halleluja. Huh. I hear there's a place full of weak monsters pushovers. Anyone up for some grinding? Naja. Ich denke, das kriege ich hin, oder? Was meint ihr? Ich start's mal. Irgendwas muss ich ja machen. So. Plobby was promoted from a farmer. Er hier, ha? Huh? Circus Trainer. Das gibt Satisfaction. So. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Angriff. Ja, wie cool. Und jetzt trotzdem mal. Ich wollte reingucken jetzt erstmal in den Raum. So, gut, da brauche ich natürlich die Jungs und Mädels quasi. So, dahinter das da. So, du gehst nach Hause. So, und wie gesagt, da kann ich die Suppe kurz vorne ranlassen bei der Hexe, weil... Ja, und er hat natürlich auch schon ganz schön... Jetzt wollte ich trotzdem mal hier reingucken, ne? Was davon ist denn weiblich, was ist... Achso, die Hörner nach unten ist weiblich, das ist männlich. Den Unterschied sehe ich nicht wirklich. Ich glaube, wir haben da... Eine andere Sache. No cash rent. Ach, herrlich. Bartender und Programmer. Das sollte auch irgendwie funktionieren, oder? Naja, egal. So, bin ich gespannt auf die nächste Welle. Von Angreifern. Müssen ja demnächst auch hier wieder anmarschiert kommen. So. Hier, macht mal weiter. Und hier, ihr auch. Das sieht doch bestimmt interessant aus. So. Boah, fast 500 Gold. Das war jetzt nicht unbedingt meine Intention. Da ist jemand zu Hause. So. Dann machen wir den da hier. Nee, das hat schon gepasst. Ich wollte den Raum noch aufmachen. So, und dann machen wir da nicht auch mal so Party. Das hat gut funktioniert. Also so funktioniert das auch. Ziemlich gut. Ja, Engaging in Pillow Talk. Die beiden. Ja, wie gesagt, ne? Ja, also hier geht's ja... Hoch hier, gimme Dresser! Ist das hier mal drin? Ne, es sind nur Bookshelves. Gimme Dresser. Mirror Dresser. Gut, kann ich dann aber alles beliebig replacen, das passt dann schon. Okay. Gerade gewundert, wie ich die Sachen wieder loswerde quasi. Aber das geht dann schon. Ja, die hier sind... Naja. So sind sie halt, die Superkuss. So, Sonne. Wird irgendwas durch Sonne stärker? Vermutlich eher nicht. Also nichts davon vermutlich. Na, wenn dann diese Pflanzenviecher vielleicht, ne? Das wäre ja direkt logisch. So, und da kommt die schöne Sonne.
Hallo, ist es hellig da? Naja, okay, ich meine, ich will mich nicht beschweren. So, da ist noch jemand. Ihr könntet hier da einziehen. Oder da. Kicking the TV, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Party of Four approaching. So, jetzt gucken wir mal, was da so anmarschiert. Gehen wir mal taktisch vor. Nahkämpfer. So, dann kommen die erstmal raus, die beiden. Obwohl, nee, die will ich wirklich oben bekämpfen. Das heißt, sie kommen jetzt erst raus. So, und dann kommt, hier kommt die raus. Da mache ich die Tür auf, da mache ich die Tür auf, da mache ich die Tür auf. Und sie kann sich jetzt nicht entscheiden, wen sie angreift. Das ist natürlich doof. Ihr muss jetzt heimgehen. Ich kann ihn nicht anklicken, was soll denn das? Jetzt ist uns mir hier einer verstorben. Ich muss jetzt definitiv... Ja gut, da ist wieder eine tot. So, sie kann da drauf gehen mit. Nee, andersrum. Der soll weg. Boah, das war knapp. Kann er jetzt gehen? Ja. So, sie hält da nicht viel aus. Gut. So, das gibt 2050 Gold. Aber wir haben jetzt doch auch wieder diverse Verluste erlitten. Und zwar hier ein Zombie und da ein von den Belula. Ein von den... Oh Gott, geht's dem schlecht. Ein von diesen Pflanzendämonen. Wenn du richtig gut bist, darfst du ansonsten... Cosplayer. So, Zombie, bist du gut? Looking for room is a clown. Nee. Und unpopular cartoonist, nein. Nein. Warum sind alle Superkuss Cartoonisten? Also Comiczeichner. Nee, also der. Der fühlt sich bei uns eh nicht wohl. So ein Abyssal. Fishy One. Picture Book Storyteller. Eine sehr gute Basis-Stats. Nee, aber. Some Guild Approaching kriegen wir natürlich trotzdem hin. So, mal Schema F einfach mal. Hier vorne dran soll das ganz gut klappen. So, also auf der kann heim. Also was, den benutze ich eh überhaupt nicht mehr. Aber erst zu zweit. Ja, behalte ich mal drin. So, aber er ist das letzte Level 1 Viech eigentlich, was ich habe, ne? Nee, kommt. Ich will keine Level 1 Tiere mehr haben. Tiere. Ja, hopp. Auch wenn er... Achso, ja, jetzt habe ich schon gewundert, warum ist da schon einer drin, aber es ist der, der gerade eingezogen ist. So, unemployed, looking for a new apartment. Die wollen bei mir nie einziehen, ne? Wie ist das eigentlich mit denen? Die Abyssals. Children of humans and Abyssals. Most tend to be painfully poor. But their prayers attract other Abyssals. Fishing ones gain considerable strength when it rains. Aber er wollte irgendwie noch nie einer einziehen, habe ich das Gefühl. So, dann mal wieder ein Techo-Stand-Owner. Nehme ich jetzt einfach rein. Nee. 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 Fishy One. Bartender, auch nicht schlecht, aber nee.
Unemployed, ne? Ah, die werden halt echt nicht besser, je. Die können beide die Miete nicht zahlen, ey. Verdammte. Und Kiwi CD-Player, aber kann nicht Miete zahlen. Zumindest nicht so viele hinter. Boah, ey. Die zwei, ey. Programmer und Bartender. Give me a handheld game. Ist mir nicht so wichtig wäre, dass das Ding. Dass die zufrieden sind. Taco Stand Owner will bei mir nicht einziehen. Gehen wir mal ein bisschen runter mit der Miete hier, logischerweise erstmal. Cosplayer! Nee. Nee. Lass mich überlegen. Nee. Nächster bitte. Nee. 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 Puh, nee. Genommen. Wisst ihr warum? Hält 21 auch im Nahkampf aus? Sind die alle so gut? Nee. Also schon nicht. Sie auch? Cool. Also dann haben wir jetzt hier ziemlich viele Demons, 3 Zombies und 2 Ultra-Fernkämpfe. Ja, es passt eigentlich ganz gut von der Verteilung, denke ich mal. So. Some Guild is approaching. Also die Demons halten auch relativ viel aus, tatsächlich. Okay, es ist keiner zu Hause. So, ich will die irgendwie aufteilen, wenn es geht. So, und das sieht gut aus, würde ich sagen. Das hat gut geklappt. Oh, 10 Gold hat das auch gegeben. Das ist natürlich atemberaubend, sage ich mal. So, ich klappe mal die Räume ab, ob jemand was will. Gib mir den CD-Player. Kann er natürlich haben. So, was willst du? Gib mir Dresser, Kiss. Bisschen gehen wir schon auf den Keks, weil keiner von denen Miete zahlt. Gib mir Wood Wallpaper. Wo war denn das? Da, 400. Können wir machen. So. Gimme Rack. Ja, das ist super billig. Das kannst du auf jeden Fall haben. So. I feel cold. Kiss. So, auch Programmer und kann bestimmt auch bald die Miete nicht zahlen. Gimme Wood Wallpaper. Na gut, eins können wir noch rauslassen hier. So, wunderschön. Gimme CD Player, der ist auch nicht teuer, den kannst du haben. About the rent. Yes. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. So, ja, natürlich hier wieder nix, ne? Ja, was willst du machen, ne? Das Geld von der Miete ist mir aktuell aber halt auch echt nicht so wichtig. So, die sind 272 hinterher. Die sind 233 hinterher. Naja. So. Bounty Hunters könnte man machen. 2000 Gold. Ich schmeiß das einfach mal an. The governor has put a bounty on the devil's head. Bounty Hunters are on the way. Bin ich ja mal gespannt. Wo die denn bleiben. So, es regnet. Willst du irgendwo mit einziehen, Game Tester? So, da. Ne, schade. The paying party approaching. So. Bin mal gespannt, was kommt denn da? Okay. Nahkampf. Okay, also.
brauche ich dichter, 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 dichter und dichter. So, und das dürfte ziemlich gut klappen, wenn ich den noch raushole vor allen Dingen. Es sind alle schön eingepackt, also immer umrundet quasi von mehreren. Und sie nimmt auch ihren Trank jetzt, sehr gut. Und dann bei der nächsten Runde alles wieder an Ort und Stelle. Und hier geht's los, ja. Wunderbar. So. Es sind insgesamt 3 Wellen. Die erste war jetzt schon... Also die letzte könnte wieder schwierig werden, lass es mich mal so ausdrücken. Weil, ja, Arrow Buying Party Approaching. Das klingt mir nach Fernkämpfern.